Meine Lieben, es ist Donnerstag. Heute ist mein Tauftag. Und heute gehen wir es mal ein bisschen ruhiger an, ne? Genau so ist es. Wir sind jetzt gerade am Rhein. Wir haben gerade noch ein bisschen was eingekauft, eine Wassermelone, ein paar Snacks. Und wir werden jetzt einfach mal ein bisschen zur Ruhe kommen. Wir haben die ganzen letzten Tage immer vollgestopftes Programm gehabt. Und jetzt? Jetzt möchten wir ein bisschen, ich habe gerade Eduards Hut auf, wir möchten heute deshalb mal ein bisschen langsamer machen und deshalb wird es auch weniger zu sehen geben. Diese Aufnahmen werden Sie wahrscheinlich einfach zu einem bestimmten anderen Tag zusammen sehen. Und was wir auf jeden Fall aber heute noch machen ist, wir gehen zum Grab der heiligen Hildegard von Bingen. Das ist hier im Ort und wir wussten das genau. Vorher gar nicht. Bingen ist ja nebenan. Und wir dachten, dass es halt in Bingen wäre. Und ich dachte halt schon so, vielleicht schaffen wir ja noch nach Bingen zu fahren, kurzen Abstecher und bei ihr zu beten. Und dann haben wir einfach gesehen, die Gebeine liegen hier in Rüdesheim. Es gibt ja auch viele Straßen, die nach ihr benannt sind. Und zwei Kirchen, sagst du, ne? Also einmal die Abtei St. Hildegard und dann und die Kirche. Eine Kirche noch ja, zusätzlich. Kirche. Und da sind die ihre Gebeine. Genau. Und dort werden wir auf jeden Fall heute noch hinkommen. Ja. Aber wahrscheinlich dann eher zum Abend hin. Und jetzt genießen wir einfach mal den Rhein und schalten ein bisschen ab. Und Sie werden lange nichts mehr von uns hören. So, es ist jetzt abends und wir sind an der Wallfahrtskirche St. Hildegard angekommen. Und zwar dort, wo die Gebeine der Kirchenlehrerin Hildegard aufgebahrt sind. Das ist die ehemalige Klosterkirche. Des Klosters Aibingen, das sie selbst gegründet hat. Und es gibt jetzt eine andere Abtei, also da, wo die Abtei jetzt ist. Aber hier, in dieser originalen Abtei, wo die früher war, dort sind ihre Gebeine zu finden. Und uns interessiert das natürlich besonders. Und wir wollen natürlich auch für sie alle beten. Hoffentlich können wir da auch filmen. Hier ist dein Mama. Davon gibt es sehr viele irgendwie in dieser ganzen Landschaft. Ne? Wir haben schon sehr viele gesehen. So, liebe Zuschauer, wir waren jetzt gerade in dieser Kirche. Wie Sie gerade gesehen haben, haben wir die heilige Hildegard von Bingen besucht. Jetzt sind wir hier auf dem Friedhof hinter der Kirche. Und hier ist meine Frau, Dr. Margarete Strauß. Ja, und wir haben jetzt vor, hier einmal den Friedhof zu verlassen, da oben in Richtung Weinstöcke, Weinberge zu gehen und da dann nochmal hinkommen. Das sind ja noch die Gärten. Oh, stimmt, ja. Aber das kriegen wir wohl irgendwie hin, wenn wir in die Richtung gehen. Ein Spaziergang durch die vielen Weinstöcke hier in Rüdesheim am Rhein. Ja, hier haben wir den guten Wein. Für die Weintrauben.
Hier ist Dr. Strauß. Es ist so traumhaft, vor allem es war ja so heiß die Tage. Und wenn man jetzt so schon in der Abendsonne spazieren geht, dann ist es auch erträglich. Wir laufen gerade ein bisschen durch Rüdesheim noch. Und Aid the Great hat gerade auf dieses Schild hingewiesen. Erstmal natürlich, wir sind hier am Adlerturm. Sehr symbolträchtig für uns. Direkt am Rhein. Tobi weiß Bescheid. Und darauf hat mich der Eduard hingewiesen. Nämlich. Johann Wolfgang von Goethe. Goethe weilt wiederholt hier in Rüdesheim. Und wir waren ja in Düsseldorf Anfang der Woche im Goethe-Museum. Und jetzt sind wir hier. Voll das seltsam. Genau. Und hier an der Seite gibt es einfach einen Adlerbrunnen. Da ist auch diese Muschel drauf. Hat das was mit dem Jakobsweg zu tun? Interessanterweise ist hier ein Wappen mit dem heiligen Martin. Das ist ja der Stadtpatron, glaube ich, ne? Oh, stimmt. Der Stadtpatron von Rüdesheim. Oder war das gar nicht hier? Doch. Doch, das war hier, ne? Und erstens da oben wieder die Muschel. Vielleicht sind Jakobus, deshalb ja auch die Jakobuskirche, ne? Ja, und deswegen und die Muschel. Und der heilige Martin. Vielleicht sind es beide irgendwie wichtige Heilige dieser Stadt. Also das ist eindeutig Martin, der teilt hier den Mantel. Und das ist für uns natürlich besonders interessant, weil wir auch aus einer Gemeinde kommen, die, also deren Kirchengemeinde, den heiligen Martin als Patron hat. Genau. Die letzten Worte für den heutigen Tag lauten, gelobt sei Jesus Christus, wir sehen uns morgen. So, es ist heute Freitag, der 31. Juli. Wir machen uns jetzt auf den Weg von Rüdesheim nach Maria Vesperbild. Und von dort aus geht es dann weiter in die Nähe von Augsburg, wo wir dann unterkommen werden. Wie gesagt, wir sind am Wochenende auf einer Hochzeit. Und wenn wir schon da in der Nähe sind, müssen wir natürlich unbedingt nach Maria Vesperbild. Und vielleicht schaffen wir auch noch zur Knotenlöserin einmal reinzuschauen, sozusagen. Und wie immer nehmen wir sie überall hin mit im Gebet. Und es wird jetzt eine etwas längere Fahrt. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Meine Lieben, wir haben es geschafft. Wir sind statt 3,5 ganze 5 Stunden gefahren. Aber wir sind da. Jawohl! Eingeschränkter Winterdienst. Und ich glaube nicht, dass das unser Problem ist heute bei ganzen 31 Grad. Sie haben es gesehen, es ist 20:04 und wir werden hier jetzt noch eine Stunde beten ungefähr und dann fahren wir weiter nach Schwabmünchen oder in der Nähe oder in einen anderen Ortsteil. Ich kann das gar nicht genau sagen. Maria Vesperbild ist auch wieder ein Gnadenbild der schmerzhaften Mutter, eine Pieta-Darstellung. Man sieht das auch hier auf dem Bild, auf der Flagge. Thank you.
So, wir haben jetzt einige Zeit in der Kirche gebetet und Eduard hat noch einige sehr gute Informationen für Sie. Wir haben auch ein bisschen was mitgenommen. Ich dachte mir, das wäre bestimmt für Sie auch interessant und da ging es auch um, ich habe hier noch was anderes bekommen, das hatte ich glaube ich auch mal. Humane Vita, eine abgelehnte Enzyklika wird neu entdeckt. Vielleicht kann man das ja mal irgendwie für ein Video gebrauchen. So, und jetzt werden wir uns irgendwo hinpflanzen und Eduard erzählt Ihnen noch ein bisschen was. Möchtest du wieder hinlaufen zur Bank, so wie in Telgte? Dann schließt sich der Kreis. So, liebe Zuschauer, ich habe für Sie noch ein paar Infos zusammengestellt, die das Ganze zusammenfasst, was Maria Vesperbild, den Gnadenort hier ausmacht. Diese Wallfahrtskirche, die Mittelpunkt der Andacht seit 1756 ist. Das Gnadenbild, Maria Vesperbild, was wir gerade gesehen haben, steht im Zentrum des Hochaltares, welches Maria zeigt, wie sie ihren toten Sohn in den Armen hält, Pieta darstellen. Die herabhängende Hand Jesu weist unmittelbar auf den Tabernakel, der darunter liegt, den eigentlichen Zentralpunkt unserer Kirche, mit dem Leib Christi. In der linken Hand hält Maria ein Tränentüchlein und scheint damit auf sich aufmerksam machen zu wollen. Kommt zu mir, ich verstehe euch, ich habe ein ähnliches Leid, wie ihr erduldet, könnte man sich vorstellen. Als man im Mittelalter die Station des Leidens Christi dem Stundengebet der Mönche zuordnete, wurde diese Station, der Vesper, dem Abendgebet zugewiesen. Damit erhielt die Darstellung eben den Namen Vesperbild. Es braucht einen nicht zu wundern, dass dieses Bild sehr beliebt wurde und auch heute noch geblieben ist. Wohl jeder, der Not und Leid erleben musste, kann sich damit identifizieren. Zum Schluss habe ich noch zwei, drei weitere Punkte, die vielleicht ganz interessant sind. Sicherlich gilt für das Vesperbild das, was von allen ähnlichen Bildtypen zu sagen ist. Es geht um die Mutterschaft Mariens als den letzten Grund jeder Marienverehrung. Es geht um das Kreuzesmysterium im Leben Mariens und in unserem Leben. Es geht schließlich weiter um die Hinführung zu einer Passionsfrömmigkeit, die das Leiden unseres Herrn Jesus Christus betend und betrachtend begleitet. Ja, also diese Wallfahrtskirche ist ein wirklicher Gnadenort und wir können Ihnen, liebe Zuschauer, nur empfehlen, wenn Sie mal im Schwabenländle unterwegs sind oder auch im westlichen Bayern, hier mal vorbeizuschauen. So, dann schauen wir nochmal, was es da hinten gibt. Wir haben ja schon beim Vorbeigehen gesehen, dass es da eine Pilgerstätte gibt, oder so einen Wallfahrtsladen. Ja. Hier kann man sogar Kerzen aufstellen und vor der Statue beten. Der heiligen Margarete Alacoque erschien mehrmals Jesus und zeigte ihr, wie sehr sein Herz vor Liebe zu uns brennt und wie sehr er sich danach sehnt, dass wir seine Liebe erwidern. Heiligstes Herz Jesu, entzünde mein Herz mit deiner Liebe. Ich bin nicht übrigens nach der heiligen Margarete Maria Alacoque benannt, sondern nach der Nothelferin, Margarete von Antiochia. Und ihren Gedenktag haben wir ja vor kurzem gefeiert. Von der heiligen Maria Goretti gibt es am Seitenaltar mit der, also mit der Fatima, Madonna, auch eine kleine Statue. Und ich verehre die heilige Maria Goretti auch sehr. Und ja, es ist sehr schön. Ich habe überhaupt so einige Heiligenstatuen entdeckt, die es bei uns nicht so gibt. Und das hat mich so gefreut, die zu sehen. Zum Beispiel auch von der heiligen Barbara Katharina von Alexandrien. Die sieht man da noch eher bei uns. Also zum Beispiel im Münsteraner Dom haben wir auch eine. Das ist die heilige Katharina mit dem Rad, die immer mit dem Rad dargestellt wird. Und hier ist ein Kreuzweg aus Holz. Hier nimmt Jesus sein Kreuz auf sich. Wunderschön. Oh, hier fällt er das erste Mal unter dem Kreuz. Hier gibt es irgendwie einen Kräuterwanderpfad. Marienkräuter. Oh, das ist mal eine Aussicht. Wunderschön ist das hier. So, was haben wir schon? Das ist schon gleich davon sein, ne? Ja. 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 Ja.
erstaunt, dass es doch hier war, ne? Okay, das war schon auch das, was man sagen. Wir haben es nicht mehr gegessen. Und gerade gut, weil das ist nicht so ein Schuss, mehr. Das ist ein bisschen. Heiliger Josef. Benden. Heiliger Josef, bitte für uns. Bitte für uns. Du Schutzpatron der Kirche. Oh, Jesus hat auch den Rosenkranz gebetet. Dazu gibt es eine sehr lustige Geschichte. Und zwar haben meine Geschwister und ich einmal an einem Karfreitag vor bald 15 Jahren oder so also mit Playmobil und mit anderen Figuren eine Passion nachgespielt und das gefilmt. Also einen Film draus gemacht, den haben wir Inri genannt. Und mein kleiner Bruder war damals so 8, 9, weiß ich gar nicht. Und er hat Jesus gespielt. Und dann ging Jesus in den Ölberg. Er stellt sich so hin mit der Figur und sagt, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir haben so einen Lachanfall bekommen, dass wir nicht mehr weiter filmen und spielen konnten. Und erstmal uns ausgelacht haben, bis es weiterging. Weil der Junge nicht verstanden hat, dass es, natürlich. Jesus vereint sich mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist, also mit der heiligsten Dreifaltigkeit, sie sind ja eins, aber das war schon irgendwie ein Anachronismus. Und der hat wirklich für herzlich viel Lachen gesorgt. Hier sehen wir einen Altarraum. Hier werden wohl Messen gefeiert. Hier ist auch genug Platz, dass die Leute hier Platz nehmen können für Open-Air-Gottesdienste. Dann vermisse ich doch glatt unser Zuhause. Wir haben da nämlich am Bett einen Pater Pio hängen. Ja, heiliger Pater Pio, bitte für uns. So, wir haben es geschafft. Und schauen Sie mal, wie viele Dankestafeln sich hier sammeln und andere und Steine und alles Mögliche. Wundervoll. Mit Gebetserhörungen. Das haben sie ja schon in Schönstatt, das haben sie schon in Telgte und wo auch immer gesehen. Das ist so ähnlich wie in der Gnadenkapelle in Altötting. Da hängt ja auch alles voll mit diesen Tafeln. Oh, richtig Gänsehaut. Gott erhört unsere Bitten auf ihre Fürsprache auf besondere Weise. Christus kann seiner Mutter keinen Wunsch abschlagen. Wir haben es schon bei der Hochzeit zu Kana gesehen. Und das ist aktuell bis heute. Schauen Sie mal. Hier liegen mehrere Krücken. Die Menschen haben ihre Krücken hier zurückgelassen, weil sie laufen konnten. Sie brauchten ihre Krücken nicht mehr. Das ist der Beweis. Ich kriege echt Gänsehaut, wenn ich das sehe. Und hier diese großen Kerzen. Danke und bitte. Wir sehen auch die ganzen unterschiedlichen Jahre, die Jahrgänge. Also das ist schon länger hier, dass man hier angefangen hat, die Tafeln zu sammeln. Heilige Maria, bitte für uns. Bitte für uns und für alle, die wir beten. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Amen. Das ist ein Gnadenwort. Maria, unsere himmlische Mutter, nimm uns an die Hand und lass uns nie allein. Wir machen uns jetzt auf den Weg zurück zum Auto und fahren jetzt nach Schwabmünchen oder in der Nähe von Schwabmünchen, wo wir dann unterkommen. Und morgen ist dann die Hochzeit. Das werden wir Ihnen alles nicht filmen. Vielleicht filmen wir nochmal, wenn wir dann danach zu Julian nach Hause fahren. Julian kennen Sie schon von meinem Frankfurt-Vlog. Julian ist ein guter Freund von uns und wir übernachten bei ihm dann, damit wir nicht die ganze Strecke hier von Augsburg nach Osnabrück zurück machen müssen.